Moin moin, herzlich willkommen hier in einem neuen Vlog von mir. Und zwar sind wir heute im Nuttbusch Forest, das ist ein Teil in Bergisch Gladbach. Und die haben eben Locals unzählig viele Lines mit Sprüngen aufgebaut. Also geht es ja eigentlich heute in diesem Vlog nur um Airtime am laufenden Band. Wie ich eben gesagt habe, Nuttbusch heißt Airtime pur. Und zwar sind hier auch jede Menge Sprünge, bei denen ich mir ganz großes Ziel gesetzt habe, die auf jeden Fall mal abhaken zu können. Und hier sind halt eben auch viele Elemente, bei denen mir es echt wackelig an den Knien wird. Und jetzt gerade probiere ich mich hier an einer Rhythm-Strecke, also viele kleine Doubles nach super kurzen Rollphasen. Und ja, jetzt gerade läuft es noch nicht so gut. Ich nehme euch auf jeden Fall jetzt mal mit und hoffentlich seht ihr es im Vlog, dass ich es vielleicht irgendwann heute schaffe, diese Strecke zu fahren. Und so wird es auch noch heute ganz viele andere Sprünge geben, bei denen ich mich erstmal, denke ich, überwinden muss. Ja, mit mir dabei sind heute wieder der Herr Karl und da der Herr Engo. Und ja, genau, mit den zwei lüptert heute hier der Lachs. Genau, neben Karl Maurice, den ihr gerade eben gesehen habt, sind eben auch noch viele der Vogelköpfe am Start. Als nächster Schritt für heute steht ein Step-Up an. Ich stehe gerade davor. Ich denke, so zum Reinkommen heute in dieses neue Sprünge wagen, nennen wir es mal, ist das, glaube ich, gar nicht verkehrt. Als nächstes versuchen wir, also Karl und ich, eine Double-Kombination. Und zwar der mittlere Absprung hier, ungefähr dahin, wo gerade der Fotograf steht. Und um da hinzukommen, ist hier vorne noch ein Double. Genau den er gerade gefahren ist. Er ist schon viel besser, Mann. Echt geil, ne? Ja, wie ihr gesehen habt, ging das dann jetzt doch ganz gut fit. Nicht am ersten Mal, beim zweiten Mal auch nicht. Aber jetzt zum Schluss lief es echt gut, macht übel Bock, diese Double-Kombination. Bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr einen Sprung machen wollt. Das klappt irgendwann. Jetzt folgt eine kleine Trail-Preview und zwar von der Tony Line, so nennt die sich hier. Das ist eine sehr flowig gehaltene Strecke mit ein paar kleineren Sprüngen. Ja, zeige ich euch einfach mal. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Und zwar beginnt die Tony mit zwei Tables. Mit hier, hier, Step down. Weg ist immer langsamer, richtig die Beine, mitspringen, unten lang abziehen und fertig. Sehr geil auf jeden Fall die Leine. Wir versuchen jetzt von einer anderen Line, wo hier ein Step-Down eigentlich ziemlich weit nach hinten schießt, das Ganze zu transferieren in die vorhin gefahrene Guido, in diesen Anlieger hier, der nach dem Anliegersprung kommt. Ich zeige es mal von oben gerade. Hier ist der Absprung. Theoretisch ist die Landung da hinten, hinter dem Anlieger. Aber wir möchten eben da ungefähr landen und dann eben ganz normal hier die Toni weiterfahren.
Yes! Nice. Das ist lustig, ja. Schon eigentlich ganz lustig. Jetzt habt ihr mich ja schon ein paar neue Sprünge machen sehen. An der Zahl müssten es jetzt, wenn ich mich nicht täusche, 6 Stück sein. So, auf jeden Fall kommt jetzt der Endgegner, nennen wir mal so. Das ist am Ende von der Guido-Line, heißt die hier. Das ist die Big Jump-Line. Ist der letzte Double. Den zeige ich euch jetzt auch direkt mal. Davor kommt eine Sharkfin, Stepdown, so ein paar Sachen, aber ist voll okay. Aber der letzte Double hat es noch in sich, finde ich. Guten Tag, hallo. Wie heißen Sie denn? Ich bin der Marco.Dinafels mit Doppel-F und Y. Alles klar, wisst ihr Bescheid, das ist auf jeden Fall ein kranker Rider. Ich verlinke den direkt mal. Ich sage Tschüssi. Also, ist in der Infobox verlinkt. Checkt mal aus, lohnt sich. Ja, das ist im Endeffekt der Absprung und die Landung ist da hinten. Also ich würde sagen, das sind schon gut 6 Meter. Ich versuche ihn mal komplett drauf zu bekommen. Genau, also wie man sieht, Absprung hier, Landung hier. Fuck my life! Ich denke, wenn jetzt der Sharkfin wirklich gut läuft, dann zieh ich's durch. Du musst halt. Ziehen? Ja. Easy. Machst du Banger. Geil! Ja. Oh. Geil, ne? Alter! Ja, wie ihr gesehen habt, es hat funktioniert. Nach ich weiß nicht wie vielen Anfahrten. Aber im Endeffekt bin ich drüber gekommen. Ja, nun sind wir beim Outro angekommen. Tag ist so ziemlich vorbei, also wir sind alle ziemlich paniert. Sollte man dann auch aufhören, wenn es gerade am besten läuft. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ein Like da lassen. Wie immer, wenn nicht, dann natürlich nicht. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick von dem Spot hier zeigen. Und vielleicht habt ihr ja Bock, hier mal vorbeizuschauen. Bald kommt eine Petition für den Erhalt dieses Waldes hier. Es droht, dass hier alles abgerissen wird. Also wenn die Petition raus ist, wäre es cool, wenn ihr euch da auch eintragt, dass eben hier alles erhalten bleibt, weil es wirklich extrem geil, was die Jungs hier aufgebaut haben. Habt ihr, denke ich, im Video gesehen. Dann habe ich nichts weiter zu sagen, außer dass wir uns im nächsten Video sehen. Das dürfte dann am Freitag wieder kommen, auch wieder um 18 Uhr, also wieder einschalten. 18 Uhr, Freitag. Dann ciao, Kakao und bis zum nächsten Video.